Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Wer ist das? Da ist das? Heute mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer. An diesem tollen Freitag kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als dieses Spiel mit euch beiden zu spielen. Glocke aktivieren, Abonnement da lassen und Richtig. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, welche Persönlichkeiten sollen wir für die nächste Folge, und es wird noch weitere geben, denn verwenden. Ja, richtig. Haut's rein. Und wir haben einen Podcast, der heißt Sauna Club Susanne. Einschalten, reinhören. Okay, ansonsten, das Spiel ist relativ einfach erklärt. Wir bekommen gleich Prominente, die aber in der ersten Runde nicht so aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und wir müssen aufschreiben. Wie könnte die Person heißen? Was könnte sie von Beruf machen? Und wer ist es wirklich? Welcher Promi verbirgt sich hinter diesem entstellten Gesicht? Pro Feld gibt es einen Punkt. Und wer zuerst die drei Felder ausgefüllt hat, drückt auf den Buzzer. Und alle anderen müssen die Stifte fallen lassen. Oh Gott. Der Stift schreibt nicht. Oh Gott. Fuck. Wer ist denn das wirklich? Die Johnny Depp? Stifte fallen! Hallo! Aus! Okay. Hallo! Aus! So sprichst du auch zu einem One-Night-Stand, wenn es sich ausziehen soll. Hallo! Oder au, hallo, abhauen, raus! Okay. Lies mal vor, was hast du denn ausgefüllt? Ich habe alternativer Name, da habe ich Rolf Remser. Rolf Remser ist Chef eines Reifenhandels. Habe ich so ein bisschen, der guckt so ein bisschen cool, der wird also Autos lieben, Sonnenbrillen, sprechen immer dafür, dass er gerne auf vier Rädern unterwegs ist. Und auch der Anzug, so dass er so... Genau, der ist schick, obenrum schick. Hat aber so Cowboy-Boots an. Und genau, und eine ausgewaschene Jeans. Und wer ist es wirklich? Da habe ich Currywurstmann. Hättest du den Currywurstmann? Scheinbar nicht. Also ich... Der war im Dschungel. Da klingelt wirklich gar nicht. Ich sag, ist der Currywurstmann. Also ich sage, das ist... Soll ich von hinten anfangen oder von vorne? Immer von vorne anfangen. Von vorne. Also schönste am Ende. Der heißt nicht Bo No, sondern Bo Yes. Aha, ja. Er ist LSD-Beauftragter. Das heißt, er arbeitet in einem Jugendzentrum und ist dafür zuständig, dass die Jugendlichen ordentlich LSD reinknallen. Ja, klar. Und ich habe einfach geschrieben, das ist Giovanni Zarella, weil er diesen ganz klaren... Ja, er hat so diesen komischen... Diesen entschlossenen Blick. Diesen Bart, der sagt, ich mach die Frauen auch untenrum froh. Ja, ja, richtig. Den hat doch Thomas auch, diesen Blick. Ich finde, das ist eine Sonnenbrille, die die Leute auf dem Hinterkopf tragen, oder? Ja, eigentlich ist es irritierend, dass da nicht Guy Fieris Hinterkopf ist. Soll ich mal weitermachen? Ich habe Mike Meiser. Und er, deswegen, ich glaube, hast du abgeguckt, für mich ist er der Bruder vom Currywurstmann. Und er ist aber hauptberuflich Personenschützer. So, aber so Mallorca-Prominenz. Mia Julia, wie heißt der mal? Tobi und die ganzen Mallorca-Gold. Spektakel. Ich habe leider, ich weiß nicht, wer, ich habe einen Strich, ich weiß nicht, wer es wirklich sein soll. Thomas? Ich habe geschrieben, er heißt Luigi Macarone, ist Schlagersänger und es ist wirklich Robert Habeck. Oha! Nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Schauen wir uns die Auflösung an. Tada! Wieso weißt du das? Das ist ja mega krass. Wieso weißt du das? Wieso weißt du, dass das Robert... Vor allem, das ist doch, die Gesichtsform und die ist ja komplett anders. Ich habe auch jetzt erst das Spiel verstanden. Willkommen im Club. Also du hast jetzt Robert Habeck erkannt, weil er die Schultern und den Hals von dem hat. Ich bin einfach krank gut, was Gesichter anbelangt. Ja. Das ist wirklich krass, ja. Okay, ich habe 2 Punkte erlangt, du hast 3. Ich habe auch 2. Ich weiß, 2, der Currywurstmann genau. Ist ja falsch. Okay, 2. Du hast auch 2. Und Thomas geht in Führung. Damit geht Thomas in Führung. Riesenapplaus für Thomas. Okay, Kopf Nummer 2. Oh Mann! Da fällt nichts Kreatives ein. Stopp! Scheiße! Ah, du musst auf den Buzzer drücken, ne? Das heißt, ich jetzt noch nicht. Dann fangen wir an, Thomas. Das hast du uns also, Name ist Lisa Lachaise. Sie ist, Hausfrau. Und in Wirklichkeit ist es Anke Engelke. Lisa Lachaise. Zu Deutsch Elisabeth Stuhl. Die Codebeauftragte. Also ich kann machen weiter. Ich habe gar nichts außer Anke Engelke. Okay. Und Hazel, was hast du? Also ich habe auch Anke Engelke, ist es wirklich. Und sie ist Rollschuhkellnerin im Altersheim. Ja, ja, könnte passen. Ich und ihr Künstlername? Hab ich nichts. Aber ich kann dir natürlich jetzt was aus dem Ärmel schütteln. Ich habe Birte Dosenstein. Und Ja, es geht dann nicht zu... Was? Es wird zu kreativ.
Da kann ich keinen Punkt geben. Du kannst ja nur Spider-Man reinschreiben irgendwo. Hä? Es ist ein alternativer Name. Okay, ja gut. Es gibt doch Leute, die Dosenstein heißen. Und ich habe Stewardess als Beruf aufgeschrieben. Ist das noch korrekt, Stewardess zu sagen? Ich will jetzt, Episode will ich nicht gecancelt kriegen. Aber was wäre denn, die... Flugbegleitende Person. Flugbegleiterin. Ja, schreibt's in die Kommentare, Leute, sagt man noch Stewardess oder nicht? Und wenn ihr selber im Flug und in der Begleitung tätig seid, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie groß ihr seid. Ich hab nur Stewardess und Birte Dosenstein. Und Anke Engelke hast du nicht? Ich hab nichts. Hattest du keine Zeit oder hast du es nicht gewusst? Ich wollte euch eine Chance lassen. Du weißt gar nicht, wer das ist, ne? Anke Engelke. Okay, dann lösen wir mal auf. Es ist Anke Engelke. Applaus. Hey, du bist bei LOL mit dabei und da ist auch Anke Engelke mit dabei. Mhm. Die ist extrem lustig, die Frau. Erzähl mal so ein bisschen hinter Kulissen, Private Talk. Die ist richtig lustig und ich kann vielleicht Private Talk über Anke Engelke sagen, dass sie ein Gerät hat für die Wimpern, was strombetrieben ist. Bitte? Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Macht es auch Geräusche? So leider nicht, nee. Okay. Okay, weiter. Tja, Stifte fallen lassen. Hallo, Thomas! Das ist sau schwierig, dieses Spiel. Der Mund. Soll ich mal vorlesen, Wer was ich hab? Ist das? Ich habe Gustav Pott. So heißt der gute Mann. Er ist Schlosser im Ruhestand. Und der Typ sieht so zufrieden aus, der wird Rentner sein. Der wird sich die Haare nachfärben. Ich glaube, es ist nicht seine Originalhaarfarbe. Und es ist Karl Lauterbach. Okay. Ah. Okay. Die Augen. Der Mund, ja. Der Mund. Ich mache einfach weiter. Dicke Hals. Rudi Möllmann und er ist Präsident bei einem Kreisligaverein und der dreht auch selber noch die Bratwürste um. Das heißt, er ist noch einer vom Volk und wäscht auch die Trikots ab und zu. Und ich habe leider nicht herausgefunden, wer es war. Jetzt macht es Klingen bei mir. Klick. Ne, ja, klar. Ich glaube, das ist Dr. Erwin Schlong und er ist Meerschweinchen-Choreograf. Oh. Ich habe Christoph Merzenich, Versicherungsvertreter. Hallo, guten Tag. Machen Sie nicht direkt die Tür zu. Schlagen Sie mir die Tür nicht von der Nase zu. Aber eine Frage. Fühlen Sie sich sicher? Sind Sie sicher? Gucken wir die Auflösung an. Tada! Ja. Crazy, dass deine Haare noch gar nicht geändert werden müssen. Hat er mittlerweile eine etwas hippere Frisur. Ich finde diesen Kurzhaarschnitt bei ihm noch ein bisschen besser. So ein spitz ein bisschen. Ich muss sagen, mit Fliege hätte ich es erkannt. Ja, die trägt er ja nicht mehr. Warum eigentlich? Ja, nicht? Weil seine Tochter gesagt hat, dass es scheiße aussieht. Das ist Natascha Ochsenknecht ohne Bildbearbeitung. Nee, das ist ein Hund. Der Name ist Bismillah Girtenzopf. Bismillah! Gut, rein damit. Sie ist Pudeltherapeut und ich würde sagen, wirklich ist es Verena Poth. Ah, Verona ist Verona Poth. Kann ich keinen Punkt gegeben, falsch geschrieben. Ja, komm. Ich habe tatsächlich auch Verona Poth. Sie ist Karate-Gurt-Strickerin und sie heißt eigentlich Mandy von Hirschhausen. Das ist ein starker Name. Dennis? Alternativer Name ist Angela de la Mujerte und sie wird genannt die Spitzhacke, denn sie ist ein Drogen-Girl-Boss. Also sie ist eine Drogenbaronin. Ach, sie ist ein Bart. Okay. Ja, aber sie ist trotzdem, sie ist eine Frau, Drogenbaronin und die quasi so Die hat die Boss. Fäden in der Hand. Alles hat die Fäden in der Hand und ist deswegen einzigartig. Und, die ist eine Boss-Bitch. Die ist eine absolute Boss-Bitch, aber ich habe nicht erkannt, wer es sein soll. Ich habe Shanti Roncalli. Sie ist Tänzerin und ich habe Bibis Beauty Palace aufgeschrieben. Sieht so ein bisschen nach Bibi aus. Total dämlich, nee. Shanti Roncanti wäre auch geil. Ich würde sagen, bevor wir uns mit Gags überhäufen, wir lösen auf. Was haben wir da? Es ist Verona. Wow, Verona Poth. Wie wahnsinnig jung die auch noch aussieht, ne? Aber ihr wurde eingebrochen über Weihnachten. Ja, in Düsseldorf wohnt sie doch. In Düsseldorf, auch, oder? Ja. Na, und wo wart ihr an Weihnachten? Das ist nicht. Mit eurem Rollkragenpulli, um etwaige Scherbenschnitte von Fensterscheiben zu verdecken? Da hast du also. Bruder, sei mal leise! Ich kann eins sagen, wir werden die Einbrecher sein, dafür sind wir beide einfach so unbeholfen zu doof. Das kann ich schon mal versprechen. Vielleicht Steuerhinterziehung, aber für Einbrecher. Ich glaube, wenn wir in den 2000ern einbrechen. Wir würden uns streiten am Tatort. Ich wollte gerade sagen, du wolltest das machen! Nein, du ich glaube, wenn.
glaube, wenn wir in den 2000ern Einbrecher gewesen wären, wir wären bei Upsi Punch-Show gelandet. Was ist das denn? Diese zwei haben Faustdick hinter den Ohren. Das sind von, für mich jetzt zwei Punkte gewesen. Für mich auch zwei Punkte. Kriege ich jetzt einen Punkt, obwohl ich Verena geschrieben habe? Es ging ja, es war ja nicht, erkennst du den Namen, sondern erkennst du das Gesicht, oder? Richtig. Bei manchen tanzen die Buchstaben eben, ist ja kein Problem. Kommen wir zur letzten Runde. Also ich spiele gerade, erkennst du das Hemd? Stopp! Aus! Also, das ist Dr. Friedhelm Funz. Er ist der Volksvirologe der Bild-Zeitung. Also mit der anderen Wahrheit. Ich auch mal die andere Seite anguckt und sagt, wir brauchen eine Tablette hat zwei Seiten. Moment mal, von hinten sieht ja das Virus aus wie eine Schokolade. Ja, von Anfang an falsch gehandelt, sagt er. Die dritte Meinung. Muss erlaubt sein. Und es ist in Wahrheit Harald Lesch, kann das vielleicht sein? Das habe ich auch aufgeschrieben. Habe ich auch. Ich habe Horst Stiefel und er ist Wissenschaftler. Aber ich habe es nicht. Schwache Runde. Für was ist er Wissenschaftler? Ganz kurz raushauen. Wissenskunde? Den Schaft des Wissens? Für körperliche Gebrechen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Also ich habe, er heißt nicht Peter Lustig, sondern Peter Cringe. Er ist Nacktputzer. Das heißt, er putzt, aber halt nackt. Also macht die das geil? Ja, ja. Ihn halt macht es geil, aber mich nicht. Also okay. Es ist halt so, es gibt halt momentan kaum Leute, die das machen. Deswegen der ist extrem gut. Er ist wirklich extrem gründlich. Auch sehr proper, würde ich sagen. Ja. Und das ist Harald Lesch. Ich habe, er heißt Rudi Jokovic und er ist Star-Gynäkologe. Das zeigt die Frauen Vertrauen. Ja. Der soll wieder grinst, der muss da Gynäkologe sein. Und da juckt's, kann das sein. Er sieht auch so aus, als hätte er den richtigen Riecher für eine Gebärmutterhals. Aber es muss. Und wer ist es und, wirklich? Und Harald Lesch. Aber bei so Gynäkologen, es muss doch so einen Star-Gynäkologen geben, wo dann auch dann die Sophia Thomalla hingeht, oder? Bestimmt. Weil es ist ja eine Vertrauenssache, oder, Hesel? Auf jeden Fall. Ich finde es jetzt auch schade, dass du denkst, dass Sophia Thomalla deutlich berühmter untenrum ist als ich. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber sie habe ich untenrum schon mal gesehen. Ah, jetzt wirklich? Ja, gut. Hä, die war doch in der Bild schon mal, Bildgirl, oder nicht? Achso, ich dachte du. Achso, aber mich? Der Gynäkologe schaut ja nicht von vorne aus der Distanz, er schaut ja von richtig nah. Ja, klar. Ja, wer ist es denn wirklich, lieber Felix? Schalt doch mal auf die nächste Folie. Es ist... Harald Schmidt. Aber Harald, kannst du Harald einen Punkt halten? Nein, ich würde aber fast schon sagen, Punktabzug. So, jetzt addiert mal alle fleißig eure Zahlen. Zwei im Sinn, drei oben, vier unten. Ich habe 9. Ich habe 11. Ich habe auch 11. Ich habe 13. Sexpartner im Leben gehabt und damit gewinnt Thomas Spitzer! Oben gibt es ein tolles Video vom Funkkanal Brudi. Ich muss kurz aufstoßen. Und das ist natürlich besser. Gibt's die letzte Folge. Wer ist das? Macht's gut, bleibt sauber und bleibt geboostert. Auf Worldwide Wiedersehen uns. Farewell. Farewell.